Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir zeigen euch jeden Monat drei Top-Apps für Windows 10 und Windows 10 Mobile. Das sind vorrangig Universal-Apps, deren Entwickler sich richtig bemühen und so dazu beitragen, dass der Windows Store qualitativ wächst. Diese Anwendungen nutzen alle Möglichkeiten, welche die Windows-Plattform bietet, werden von Entwicklern mit viel Engagement entwickelt und gepflegt und haben es nicht verdient, im Store neben zahlreichen anderen Short-Apps unterzugehen. Eine dieser Apps ist Latermark for Pocket. Hierbei handelt es sich um einen der besten Pocket Clients für Windows 10 und Windows 10 Mobile. Er ist als einziger auf Basis der Universal Windows Plattform entwickelt, funktioniert daher nicht nur auf dem PC oder Smartphone, sondern auch auf der Microsoft HoloLens und dem Surface Hub, falls ihr zufällig auch so etwas daheim habt. Zudem könnte die Anwendung damit auch auf der Xbox One erscheinen, was in gewissen Situationen sicherlich ganz praktisch sein kann. Latermark bietet ein simples, funktionales Interface, das sich an die Richtlinien von Windows 10 hält. Sie erfüllt ihren Zweck außerordentlich gut und ich muss sagen, dass sie sich besonders in letzter Zeit zu einer meiner Lieblingsanwendungen entwickelt hat. Wer Pocket nicht kennt, für den sei es im Folgenden kurz erklärt. Ihr findet beispielsweise in einer App oder im Internet eine interessante Seite und könnt diese bei Pocket abspeichern. Auf praktisch jedem anderen Gerät könnt ihr dann diese Links über Pocket wieder aufrufen. Für Premium-Funktionen wie Werbefreiheit oder langfristiges Speichern der Links müsst ihr 39 Euro im Jahr zahlen. Aber für das schnelle Zwischenspeichern reicht auch der kostenlose Account. Die Leseliste in Edge bietet zwar eine ähnliche Funktion, jedoch verwendet nicht jeder den Edge-Browser und diese ist in anderen Apps nicht zu finden. Zudem funktioniert Pocket beinahe auf jeder Plattform. Falls ihr diesen Dienst nutzt, ist Latermark für Pocket definitiv eine Empfehlung wert. Wetter-Apps im Windows Store gibt es wie Sand am Meer und man muss sagen, dass es auch sehr viele gute Anwendungen dafür gibt. Die mitgelieferte Wetter-App von Microsoft ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich war auf der Suche nach einer kostenlosen, werbefreien und ganz einfachen Wetter-App für Windows 10 und Windows 10 Mobile, welche genau das tut, was eine simple Wetteranwendung auch tun soll. Sie informiert mich auf meinem Smartphone kurz und kompakt über das aktuelle und kommende Wetter. Das klingt doch recht einfach, würde man sagen, aber wenn man die ganzen Wetter-Apps ausprobiert hat, dann gibt es einen klaren Gewinner und dieser heißt Perfect Weather Universal. Die Universal-App besitzt ein einfaches, aber sehr schönes Interface, zeigt alle wichtigen Daten an und kann auch einen besonderen Trick. Mit einem Slider könnt ihr nämlich die Uhrzeit ändern und erfahrt so, wie das Wetter beispielsweise am heutigen Abend oder morgigen Abend sein wird. Zudem ändert sich das Design der App entsprechend der aktuellen Uhrzeit und das Ganze schaut dann ziemlich beeindruckend aus. Für zusätzliche Individualisierung der App sorgen die Karten, welche ihr in den Einstellungen ändern könnt. Zwei sind kostenlos verfügbar, den Rest könnt ihr für 99 Cent freischalten. Dafür, dass die App ansonsten völlig kostenlos und werbefrei ist, kann man die kleine Summe schon hinlegen. Die Anwendung steht unter Windows 10 und Windows 10 Mobile zum Download zur Verfügung und informiert euch dank einer übersichtlichen und transparenten Lifestyle auch auf eurem Startbildschirm über das heutige und zukünftige Wetter. Kommen wir nun zur letzten App des Monats und die ist in Wahrheit ein Spiel. Polly and the Marble Maze nennt sich der Titel, auf den wir diesmal ein Auge geworfen haben. Das Game besticht durch ein interessantes, sehr kniffliges Gameplay, eine schöne Spielewelt mit unterschiedlichen Levels und Atmosphären und durch eine sehr gute Performance unter Windows 10 Mobile. Dabei müsst ihr eine Murmel namens Polly durch eine Reihe dreidimensionaler Labyrinthe führen. Mit einem Finger bewegt ihr die Kugel, während ihr mit dem anderen Finger springen könnt. Es klingt zwar recht einfach, ist aber besonders zu Beginn sehr knifflig. An Aufgeben denkt man aber nicht und wenn man erstmal den Dreh raus hat, kann man gar nicht mehr die Finger davon lassen. Es kommen immer wieder schwierigere Levels auf den Spieler zu, die es zu schaffen gilt und auch die Spielewelt verändert sich. Polly and the Marble Maze könnt ihr kostenlos aus dem Windows Store herunterladen und zwar unter Windows 10 und Windows 10 Mobile. Die Anwendung ist aber werbefinanziert und zeigt im Menü ein Banner sowie gelegentlich eine Anzeige über den gesamten Bildschirm an, die sich aber sofort wegklicken lässt. Für 4,99 € könnt ihr euch die Premium-Version holen, welche keine Werbung mehr anzeigt und mit der ihr sofort die letzte Welt freischalten könnt, ohne vorher viele Levels gespielt zu haben. Das ist meiner Meinung nach ein fairer Preis für ein sehr schön gestaltetes Game, weswegen es an dieser Stelle eine klare Download-Empfehlung gibt. So, das war's auch schon mit unseren Top-Apps im Oktober. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst uns doch ein Like stehen und abonniert uns auf YouTube. Wenn diesmal nichts für euch dabei war, schaut doch einfach nächsten Monat vorbei, wenn wir wieder Top-Apps aus dem Windows Store aussuchen und für euch präsentieren.